Yo, wir sind bei Diverse gegen Gio und es ist ein richtiges Schlachtfest geworden. Wir haben die ein oder andere Punchline auf beiden Seiten. Die Videos sind auch auf einem ähnlich hochwertigen Level. Gios ist aber etwas eintöniger, was die Locations angeht. Und Diverse hat richtig krasse Locations, eine Drohne und wirkt einfach noch eine Ecke aufwendiger. Punkt für Diverse. Flow. Beide sind keine richtigen Flow-Monster, aber Gio ist routinierter und kommt um einiges mächtiger auf dem Beat als Diverse. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder so'n Sklaven von Media. Kraft. Hörst du die Runde, bleibt dir keine andere Wahl, als mit dem Kopf mitzunicken. Hör ich Songs auf deinem Kanal, krieg ich echt Bock, mich zu ritzen. Schreib sie mit nem Fake-Account, damit du Schwampe meine Hook kriegst. Doch die kannst du vergessen, trotzdem danke für den Fuffi. Das klingt verrückt und wahnsinnig, doch ich geb dir trotzdem Props, weil du dort erstmalig ohne deine Stützräder gefahren bist. Punkt für Gio. Technik. Beide haben technisch nicht wirklich Maßstäbe gesetzt. Gio ist technisch etwas schwächer als in seiner Vorrunde. Es ist sehr schwer, Inhalt und Zusammenhang unzweckig zu reimen, aber er hat das hier zumindest einigermaßen gut hinbekommen. Es ist kein Reim da, der jetzt richtig krass scheiße wäre oder für den man sich fremdschämen müsste, bei Diverse leider schon und das, obwohl sein Text nicht so komplex und thematisch ist wie der von Gio, zum Beispiel Nummer auf Hunger. Ich habe schon lange nicht mehr sowas Wackes gesehen, wenn man seinen Text liest, existiert eigentlich kein einziger guter Reim in dieser Runde. Also Gio ist sehr Standard, aber hat einen relativ anspruchsvollen, inhaltlich starken Text und Diverse ist noch unter Standard, trotz mehr zusammengewürfelten Lines ohne viel Zusammenhang. Punkt für Gio. Aber kommen wir zu den Punchlines. Hier macht Diverse neben seinem Video die beste Figur. Er haut echt einiges raus und hat sich gegen Gio sehr viel mehr zur Wehr gesetzt als sein Vorgänger. Direkt den Einstieg fand ich ziemlich unterhaltsam. Hörst du die Runde, bleibt dir keine andere Wahl, als mit dem Kopf mitzunicken. Hör ich Songs auf deinem Kanal, krieg ich echt Bock, mich zu ritzen. Jetzt sag nicht, du hättest die GZSZ-Seite nicht geliked. Bring ein paar Lines über mich, doch ich find mich eigentlich ganz geil. Dann kam die ultra-wacke Line mit dem Nummer-Hunger-Reim aus dem Technikbeispiel. Die fand ich nicht so prall und dann sagt er noch, der Grund für die Feature-Anfrage war, dass Gio mehr Abonnenten hat und nicht, dass er ihn feiert. Wie naiv, du dachtest wirklich, dass ich schätze, was du machst. Ich wollte dich nur featuren, weil du mehr Abonnenten als ich hast. Das ist ein klein wenig armselig und spricht nicht gerade für Diverse, aber der Rest des Parts ist durchgehend ziemlich gut. Am besten fand ich aber das Ende, wo Diverse auf die letztjährige Niederlage von Gio gegen SpongeBoss anspielt und eine erneute Niederlage im diesjährigen King-Finale prophezeit. Also verwechsel das nicht. Bei deinem Gesicht können manche denken, deine Wahrheit mit Gollum, Özil und Kretze. Du fickst doch Gio, warte mal, du hast auf deinem Kanal gesagt, dass du bald wieder Autogramme schreibst. Ja, vielleicht wenn du mit Karte zahlst. Jeder wird hier nach circa 2 Teilnahmen seinen Weg gehen. Nur dich sieht man mit 30 noch fleißig fürs JVB drehen. Endlich kannst du Kindergeld für deine Tochter kassieren. Aber was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Den zweiten Teil fand ich größtenteils ziemlich schrottig und einige Lines kamen mir sehr bekannt vor, unter anderem die mit der Giotine. Aber es gab trotzdem noch 6 coole Lines über Gios Grammatik, über Gios Probleme mit dem Buchstaben Q und über die Arge. Ich bin halt kein Zweck, denn einer deiner Gegner ist der Satzbau, den sucht man hinter hingezweckten Reimketten. Sie klingt zwar gut, aber du battest immer noch den Falschen. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Schreibst mir Qualis als Bewerbungen, doch Harzen hat was Gutes. Inzwischen können die Mitarbeiter der Arge dich schon gut. Der dritte Teil ist der schon mittlerweile übliche Pseudo-Real-Talk-Teil. Das nimmt echt schon ungeahnte Dimensionen an. Ich finde es gut, wenn es glaubhaft ist, wie zum Beispiel das von Gio gegen Cassius Clay oder das Breakdance-Video bei Laska. AT behauptet zwar, er wäre es nicht, aber man erkennt es nicht und das hätte sowieso jeder gesagt. Ist aber auch völlig egal, ob es wirklich ist, denn in der Battle-Runde kam es authentisch rüber. Es war überzeugend. In dem Moment war er das, egal ob es war. Diverse ist da leider nicht ganz so authentisch, obwohl er ziemlich gut anfängt. Ich hatte nicht vor fürs Finale, erstmal aus Sparflamme zu gehen, doch ich muss loswerden, dass Gio hier die Tatsachen verdreht. Real Talk heißt nicht uns ausgedacht, es über Tim zu verkaufen. Fakta machen sogar die Gebrüder Grimm große Augen. Du hast überall rum erzählt, wie fake das Turnier doch sei, doch weil dein Fame dir noch nicht reicht, bist du nur später wieder dabei. Und dann wird's extrem bescheuert und unglaubwürdig. Er meint, dass Gio seinem Bruder ohne Geld nichts abmischt, nach dem gemeinsamen Bruder-Battle extrem unglaubwürdig. Außerdem, dass Gio unbedingt einen Mediakraftvertrag haben wollte, ihn aber nicht bekommen hat. Du zeigst uns wirklich immer wieder, wie viel Rückgrat du hast. Hat dein Bruder gerade mal kein Geld, sagst du, ich misch das nicht ab. Du hättest bei Christoph gesagt und bettelt, gib meinem Kanal eine Chance. Du hättest alles gemacht, damit du einen Mediakraft-Vertrag bekommst. Jeder Spasti kommt bei Mediakraft rein. Die haben da unzählige Leute mit 100 Abonnenten. Gio hat über 50.000 oder so. Ich hab jetzt keinen Bock nachzugucken. Dann behauptet er, dass Gio beim Rap-Sparring nicht angenommen wurde. Du machst dich zum Hofnamen, du Vollidiot, und stich jetzt nur, weil Hunter und deine Rap-Sparring
Sparring Quali nicht mal hochladen wollte. Rap Sparring ist genauso wie Mediakraft, ist ja auch von Mediakraft. Jeder ultra-wacke Gammelspasti ist da reingekommen. Mega unauthentisch, dass die Gio nicht nehmen würden. Der hätte da jeden umgebracht. Das Problem bei diesen komplett unauthentischen und offensichtlich erlogenen Dingen ist, dass alle anderen Aussagen, die eventuell glaubhaft gewesen wären, darunter leiden. Diverse sagt, dass bei Gio die Gebrüder Grimm neidisch gewesen wären, aber haut dann eine erfundene Geschichte nach der anderen raus. Ein kompletter Widerspruch. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand was ausdenkt, aber dann doch bitte so, dass es entweder lustig ist, brutal entertaint oder man es ihm tatsächlich abkauft. Aber er versucht nicht witzig zu sein oder zu entertainen. Der versucht das als ernsten Real Talk zu verkaufen und das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Ich fand ein paar Fronts sogar ziemlich gut. Zum Beispiel sagt Diverse, dass Gio das Feature auf seinem Kanal haben wollte wegen der Einnahmen. Schon klar, unser Feature sollte man auf deinem Kanal sehen, weil du Missgeburt ja von deinen YouTube-Einnahmen willst. Oder dass Gio ihm seine Reimmaschine gezeigt hat. Ich schneide dir damals ins eigene Fleisch, als du mir deine Seite zeigst, mit der du nun in Zukunft deine Reime schreibst. Oder dass Gio angeblich Cassius Clay nach Geld angeschnort hat und die Endline ist auch ziemlich gut. Bist du nicht so scheinheilig? Nein, Giovanni, sag, wen hast du angerufen, als du Geld gebraucht hast? Hä, du weißt, was ich meine, um Rache geht's hier nicht mehr, könnte im Endeffekt auch egal sein. Doch jeder deutsche Bürger hat ein Recht auf die Wahrheit. Aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Durch die ganzen extrem offensichtlichen Falschaussagen kann ich einfach nichts glauben. Er hat zu krasse Patzer reingehauen und versucht als Real Talk zu verkaufen, sodass die Grundeinstellung bei mir einfach war, okay, der labert komplette Scheiße und nichts davon stimmt. Nochmal als Zusammenfassung. Diverse sagt am Anfang, Real Talk bedeutet sich keine Scheiße auszudenken, denkt sich dann haufenweise Scheiße aus und sagt am Ende, Deutschland hat ein Recht auf die Wahrheit. Das geht ganz schön nach hinten los, wenn ihr mich fragt. Unabhängig davon, damit ich zum Schluss wenigstens noch was Positives sagen kann, gab es aber auch Lines da drin, die ziemlich mies sind und treffen. Da erzählt er nämlich keine Geschichte, die man ihm nicht abkaufen kann, sondern greift Gio etwas anders persönlich an. Du machst sie dick auf Straßenrap, doch hat man deinen Kanal gecheckt, hört man in depressiven Tracks, was hinter der Fassade steckt. Denn mittlerweile machst du 8 Jahre Rap, in denen du jeden Monat hoffst, dass man dich Bastard entdeckt. Ich bin insgesamt ein wenig hin und her gerissen. Es sind ein paar gute Ansätze, ein paar gute Lines und ein paar Schwachsinnslines und er verbaut sich ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Keine richtig runde Sache, aber auch keine komplette Scheiße. Ich kritisiere extrem viel rum und es hört sich so an, als würde ich krass rumhaten, aber ich find's halt schade, weil es eine richtige Zerfickung hätte sein können. Verschenktes Potenzial, denn das Video, der Beat, die Atmosphäre, alles passt zusammen, nur halt zu unauthentisch umgesetzt. Kommen wir zu Gio, die ersten 6 Lines sind sehr gut. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch krieg wieder so'n Sklaven von Mediakraft. Kein Problem wird gemacht, ich fick mal wieder ne Schlampe, denn du bist für mich nur wie diverse andere. Denn was dich ausmacht, genau, dass du wie diverse andere nichts hast, was dich ausmacht. Dann gibt's einen guten Vergleich in Bezug auf die Versus Gesichtsakrobatik. Du kannst nichts dafür, du wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Und das Ende fand ich gut. Auch deine Bitch-Moves werden dich hier nicht mehr weiterbringen, weil bei dir sogar die gut gereimten Silben scheiße klingen. Bei dem Part scheint es klar, dass ich das hier leicht gewinne. Sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Du bist jemand, der jeden für ein paar Klicks verrät. Du wolltest keine Screens, Perplex meinte, dass er dich versteht, wie du ihn da noch hintergehst. Alter, scheiß mal auf diverse, da hör ich lieber unbekannter Interpret. Im zweiten Part wird es etwas weniger, aber immer noch überdurchschnittlich gut. Es gibt eine gute Line relativ am Anfang. Ich finde dein Scheiß peinlich und auch die Punkteverteilung wird nach der Runde wie dein Grinsen sein, einseitig. Und die letzten 6 Zeilen. Versuch gar nicht erst, mich mit meiner Fresse zu betteln. Du hast im Gegensatz zu mir mehrere hässliche Fressen. Ach, und Plex klaut anscheinend seine Texte von Kollegen. Doch deine Mom hatte ich. Und ach, im Endeffekt schon jeder. Hol doch Cassius Clay in die Hook, dann kann ich euch beide kicken. Ach, obwohl, ich steh nicht so aufs Leichenficken. Im dritten Part wird es etwas ernster und realtalkiger. Gio kommt mit Chatverläufen um die Ecke, um Diverse zu ficken. Das wirkt um einiges authentischer als das, was Diverse gemacht hat, aber Gio trägt auch ein bisschen sehr dick auf. Dass Diverse sich dermaßen um Kopf und Kragen schreibt bei jemandem, wo es keine Vertrauensbasis gibt, halte ich dann doch für etwas zu praktisch. Ich glaube, die haben in echt miteinander geschrieben und ich glaube, ein paar Sachen sind echt, aber ich glaube auch, dass da einiges umfrisiert wurde, um den Zerfickungseffekt zu steigern. Ich finde aber auch, dass diese Verläufe nicht die optimalste Lösung sind, vor allem so viele zu benutzen, weil man nur entweder lesen oder zuhören kann. Man muss sich die Runde also mindestens 2-mal geben, um die Dimension der Zerfickung überhaupt richtig zu begreifen. Fotos wie bei Lasker sind eine bessere Variante. Aber wenn man sich dann alles, was Gio sagt, gegeben hat und dazu noch die Verläufe gelesen hat, dann ist es tatsächlich eine ziemlich extreme Schlachtung, die wir uns hier geben dürfen. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was dich da rausholt, ist die Hinterhältigkeit. Doch jetzt ist Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften, denn ich werde dich nutzen mit deiner
eigenen Waffe schlagen. Egal was du erzählst, jetzt erfahren sie die Wahrheit. Schauen wir mal nach, was du Spaß mir so privat schreibst. Was willst du denn in deinem Ach so bösen Text erwähnen? Du bist doch schon 2012 mein allergrößter Fan gewesen. Ich hab dich ignoriert, mich hätte mein Stolz gebremst. Du dagegen hast mich danach monatelang voll gespammt. Mich mit Geo-Rap mal zu dissen, solltest du lieber vergessen. Denn wer hat bei wem immer wieder nach nem Feature gebettelt? Du machst alles, um dir etwas Fame zu holen. Und genau deshalb bist du auch dick mit Cashless Clay und Vocal. Warum du so ne Fotze bist, frage ich mich nicht. Denn zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Part 2 ist wieder etwas schwächer, wie auch in der ersten Hälfte. Es gibt eine gute Line relativ am Anfang. Lüg mal nicht rum, ich weiß genau, dass du die Zeilen erkennst. Du Hurensohn, beleidigst sogar deine eigenen Fans. Und das Ende fand ich gut. Du warst schon mal weg, doch hiernach bist du endlich raus. Denn um mich hier zu besiegen, reicht dein Geld nicht aus. Jetzt wissen sie, dass du dich eigentlich verstellst. Denn du hast tausende Gesichter, aber keines bist du selbst. Insgesamt ist das eine ziemlich abwechslungsreich punchende Runde von Gio. Ich fand die erste Hälfte aber besser als die zweite. Der Teil am Ende ist ein klein wenig dick aufgetragen, aber ist noch im Rahmen und nicht ganz so unglaubwürdig wie bei Diverse. 2 Punkte Gio und einer für Diverse. Extrapunkt. Auch wenn Diverse am Ende etwas zu sehr abgedriftet ist, fand ich seine Runde insgesamt gar nicht mal so schlecht. Er hat ein paar gute Lines und er hat wenigstens versucht, Gio so gut es geht wegzuficken. Auch wenn es nicht ganz geklappt hat, insgesamt ist die Runde von Diverse ziemlich gut, aber Gios Runde ist halt einfach noch stärker und er bekommt den Extrapunkt. Auch das User-Voting kann Gio souverän für sich entscheiden. Die verblendeten Fanboys werden wohl immer weniger und Gio bekommt endlich die Resonanzen, die er schon lange verdient hat. Er bekommt zu seinen 500 Euro nochmal 1000 obendrauf. Auf und steht im Finale gegen Laska. Morgen gibt es Cinema gegen King Easy im Mini-JBB und nächste Woche Freitag gibt es leider kein Battle. Laska und Gio brauchen nämlich etwas mehr Zeit, um ein würdiges Finale hinzuzaubern, aber keine Sorge, es gibt stattdessen eine kleine Überraschung vom amtierenden King of Kings, SpongeBoss, um euch schon mal auf das King-Finale vorzubereiten.